Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. So. Ich denke, ich werde mir in den nächsten Wochen einen Ventilator kaufen, weil es ist scheiß warm hier im Zimmer. So. Wir haben gestern verschiedene Sidequests abgeschlossen. Mehr oder weniger spannend. Ich könnte die mal öffnen. Krieg sowieso eine Mühle da drin. Oha! Wir haben einen Charakter gezogen. Geil. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das ist was Interessantes. Ich habe tatsächlich schon einen Charakter gezogen. Und dann noch einen Charakter, wo wir noch nicht. Noch nicht hatten. Geil. Welch. Es ist ein Bogen. Welche Art von Bogen? Ein Frostbogen. Okay. Was kann er? Er ist so schön gefällt jedes Mal, wenn der durch einen Ausweichangriff abgeschossene Pfeil ein Ziel trifft, einen Stapel von spitzer Pfeil. Jeder Stapel erhöht den Schaden für 15 Sekunden um 5%. Der Effekt kann bis zu dreimal gestapelt werden. Das zweite Stern erhöht das Basisangriffswachstum der aktuellen Waffe um 16%. Stern 3. Bei Ausweichangriffe werden 3 aufgeladene Pfeile abgeschossen. 4, ja, Basisangriff wieder. Und 5 ist, Pfeilhagel hält doppelt so lange an und verlangsamt Ziele um 25%. 6 Sterne, spitzer Pfeil kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Treffer mit aufgeladener Pfeil gewährt sofort 3 und Kopfschüsse. Sofort 3 und Kopfschüsse 5 Stapel. Ah, okay. Sehr schön. Wer fehlt mir eigentlich noch von den Standard-Banner-Charakter? Meryl fehlt mir. Zu
Base habe ich gerade gezogen. Kokorite habe ich. Kings habe ich. Yu habe ich. Zebu habe ich. Samira habe ich auch. Huma auch. Crow habe ich, ja. Claudia. Claudia habe ich nicht. Kobold habe ich. Kobold B habe ich. Nemesis fehlt mir noch. Das sind zwei. Fridge habe ich. Ruby habe ich nicht. Saki Fuwa fehlt mir. Ihn habe ich, glaube ich. Oder habe ich seine Matrize? Nee, ich hab's. Die Annabelle habe ich. Ich hab nicht die. Doch, nee, ich hab sie. Sie habe ich nicht. Icarus gibt es. Ist alles. So. Gehen wir wieder in Mia's Küche. Ich bin gespannt, ob wir nächste Woche Level 100 dann erreichen. Töten müssen. Können wir jetzt auch dahin rennen?
Seid dann erledigt. Fertig, 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 fertig. Machen wir noch die hier fertig. Unsere Vitalität ausnutzen. Probieren, was kaufen. Nichts von Bedeutung. Hier genauso wenig. Da genauso wenig. Thank you.
Hier kriege ich auch nicht die Teile, die Sprache. Das ist belastend. Yo, Beppo, was geht? Moin, moin. Ich war noch nicht online, deswegen bin ich noch nicht gekommen, aber jetzt bin ich da. Kein Stress. So, ich hab erst mein Genshin, mein Resin ist voll, komplett voll. Oh, das nervt. Heute ist wieder mein Tag. Ich kam rein und ich dachte mir, oh komm, ich benutze mal meine 100 Schwarzkerne. Ich ziehe einfach einen Kerl. Oh nee. Ich wusste es. Ey, willst du die nächsten Pools für mich machen? Ich lass dich. Willst du für mich auf Chlorin pillen dann in Genshin, bitte? Heute Morgen aufgestanden, ich mache einfach meine Dailies bei Solo Leveling, ziehe ich den Charakter nochmal. Das ist frech. Das ist echt Lack. Aber ich gönn's dir. Ich gönn's dir. Aber den Charakter, den ich gerne hätte. Und über das Event habe ich jetzt auch seine Waffe freigeschaltet. Von dem Main Character?
Nee, vom Oh! Okay. Aber ich glaube, ich mache das immer, weil auch den allerersten Banner mit diesen Kriegern, da kommt es nur auch über das Event seine Waffe kriegen. Ja, okay. Das Event kriegst du dann for free die Waffe, oder? Genau, du musst einfach nur die Aufgaben machen. Oh, okay. Hallo, willst du mal auf meinen Account spielen und mir den Charakter ziehen? Oh mein Gott! Das wäre echt super, muss ich sagen. Also ich glaube, mit deinem Lack hätte ich den Charakter 120 Minuten. Ich hätte mir aber gerne einen Koop-Modus gewünscht. Das wäre echt cool, wenn man so zusammen Dungeons besiegen, also machen könnte und dann Bossgegner hätte. In der Art, dass man auch den Dungeon erkunden kann. Nicht so wie bei Genshin, dass du da reingehst und den Dungeon aktivierst. Sondern was natürlich auch Fallen und so sind, weißt du, was ich meine? Ja. Und richtig starke Gegner halt, das ist ja richtig geil. Besonders dann noch so einem Trupp, das ist ja mega nice. Also eigentlich das, was du dir wünschst, wäre eigentlich das, was Von dem habe ich auch schon gehört, ich habe es aber noch nicht gesehen. Aber du hast da schon schon geredet gehabt. Du meinst, das ist das Spiel, was sehr wenig Content irgendwie hatte? Ja, es hat halt nicht viel Content gehabt, weil ich hatte es wirklich bis zum Endgame gespielt, auf den chinesischen Servern. Ja, im chinesischen, auf den japanischen Servern. Hatte ich schon wieder. Ich join Genji mit irgendjemand joinen. Ich nehme ihn an, der kommt einfach nicht. Das nervt mich dann so richtig. Was ist mit euch? Warum kommt ihr nicht? Er genau. Denkt zu unloading. Oh, wen hast du bekommen? Lass mich raten. Double King Dings Bumster? Bogen. Eisbogen. Ja. Oh, ich habe letztens mir richtig viele von diesen Schmetterlingen da gefarmt. Das ist so schön. Ich gebe einfach meinen Resin ganz schnell aus, wenn ich keine Zeit habe. Easy. Und heute ging es leider nicht, weil ja meine Handyversion sich dachte, 2 GB runterladen zu müssen. Oha. Und ich hatte keinen Bock, mein Datenvolumen zu benutzen, also ja. Ey, das ist jetzt richtig frech. Du musst dir vorstellen, ich habe diese Woche Limit, ich kann nur noch 535 XP einsammeln, brauche aber noch 870 XP für den Level Up und dann bin ich Maximum Level. Du bist ja extra bis Montag jetzt was. Ich glaube sogar bis morgen. Weil morgen kommt nämlich nochmal eine Eventaufgabe und die Eventaufgaben zählen nicht. Und ich sehe gerade, da ist eine Eventaufgabe, da kriege ich nochmal 1500 XP. Nur wenn ich das abschließe auf 2 Sterne oder so war das. Das sollte möglich sein. Und wo sind denn eigentlich diesmal die Eventaufgaben? Wir haben keine Liri, wir haben keine Mondstadt, wir haben keine in Inazuma. Dann kann es ja dann nur noch anderen zwei sein. Sumeru? Ist da was? Nee. Jetzt check ich nichts. Oh ja. Vielleicht schaffe ich es morgen noch Level 100 zu erreichen. Ich bin jetzt auf 13,5 Millionen. Fehlen noch 2,5. Wie viel fehlen noch? 2,5 Millionen.
Also morgen hast du das 100%. Allein durch das Resin höchstwahrscheinlich. Genau. Oder nur jemand abhängig, was ich heute noch alles gemacht. Ich finde aber irgendwie, das war richtig komisch, dass du auch immer weniger XP bekommst. Obwohl die XP hochging. Das hat irgendwie für mich nicht so viel Sinn ergeben. Ich verstehe zwar, dass man dann langsamer hochlevelt, aber da hätten sie ruhig mehr XP reinmachen können, anstatt das XP runterzupacken, finde ich. Aber ich muss ehrlich sagen, es war jetzt keine Qual, jetzt 100 zu werden. Also, wenn du absolut wirklich jeden nicht Tag so gemütlich deine Sachen machst, dann kommst du ziemlich schnell voran. So. Auf jeden Fall deutlich einfacher als bei Genshin. Also hier in dem Spiel brauchst du vielleicht knapp 2 Monate, so weißt du. Ja, also wenn du aktiv spielst. Wann habe ich wieder angefangen mit Tower? Ich weiß nicht, ich glaube vor 2 Monaten oder so ungefähr. Wir können ja gucken, wann du ungefähr den Server gejoint bist, weil du bist ja ungefähr 4-5 Tage vorher, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, oder? Ja. Das ist jetzt 2 Monate, ja. Super. Du bist vor 2 Monaten gejoint, am 16. Das heißt, 5 Tage lang, wenn man dazu 2 Monate bist du jetzt anscheinend aktiv in Tower Fantasy. Ich weiß nicht, was für Level du vorher warst, aber ich glaube nicht so 33. Hoch. Ja, das ist nicht so viel gewesen. Das schafft man easy in 2 aktiven Tagen. Zumindest am Anfang hat man richtig schnell gelevelt noch. Ist ja auch normal. Das werden wir auch bei Rudy. Also in Genshin niemals 2 Monate. In 2 Monaten hast du vielleicht gerade mal von Level 55 auf 60 nicht, hast du nicht mal die Hälfte, glaube ich. Zumindest wenn du Endgame bist, also keine Story mehr hast und so, ne? Die meisten haben das ja, mit Level 55 haben die eigentlich gar keine Storys mehr. Ich hab's gerade noch, weil, ja. Wobei, doch, also heute, wo so weit wie die Geschichte jetzt schon voran ist, hat man auch noch mit 55, denke ich, noch die ein oder andere Sache zu tun. Nebenquest ja, aber Mainquest nie im Leben. Also, ich war damals schon richtig schnell mit der Mainquest fertig. Hier, bei dem Account, ich war ja auch schon höheres Level, weil ich ja nur Dailies gemacht habe auf dem Account. Habe ich ja schon gesagt. Der Account wurde nur abused für Dailies. Ich habe nur Dailies und Bossgegner und so gemacht. Deswegen waren ja auch meine Gegner richtig stark für mich. Ich konnte kaum gegen Bossgegner kämpfen, weil ich einfach zu schwach war, weil ich nur mit meinem Main-Account mir selber gejoint bin und alle gewonnen habe, weißt du? Ja. Bei mir mit World Level 6, was ich da war. Hier 5 war ich sogar. Oder, ja, 5 war ich. Da one-hittet man, wenn man World Level 8 ist, alles eigentlich. Mache ich ja mit meinem aktuellen 2. Account auch. Ich habe ja wieder einen 2. Account. Apropos, bei mir sieht es nicht so schlecht aus wegen dem neuen iPad. Wie das denn? Vielleicht, ich werde es mir wahrscheinlich am 15. mal angucken. Dann vielleicht auch holen. Maybe. Aber halt auf Kosten meines alten iPads, you know. Also ich werde das halt dann weggeben, ne? Eigentlich gewinnst du mehr, wenn du es verkaufst, wie wenn du es denen abgibst. Weil du musst ich geb denen das ja auch nicht. Ich geb denen das ja auch nicht. War ja so in der Art gesagt. Also, ja. Weil diese Cashback-Aktionen, dass du da dein altes Gerät abgibst. Schwachsinn. Ich würde für mein altes Gerät 300 Euro bekommen. So viel ist mein Gerät. Das ist viel zu billig für mein Gerät, was ich habe. Die wollte mir damals für mein Fold nur 900 Euro geben, für ein Gerät von fast 2000 Euro. Was wollten die dir geben? Für was für ein Gerät? Wenn ich ihnen im Cashback für das neue Gerät gebe, hätten sie mir 900 Euro gegeben. Huck.
Wow. Was wolltest du da retten oder holen? Ich sehe ja immer die Angebote, wenn ich mir ein neues nehme. Ich kaufe meine meistens ja. Achso. Ja, bei dir Geräte, ich weiß auch nicht, du hast bestimmt tausende Geräte. Ja, ich sammle ja auch die Handys. Willst du mir mal einen Samsung abgeben? So süß. Aber gut, was ich unbedingt mir noch frühzeitig holen muss, weil die werden Jahr zu Jahr immer seltener. Die, wo mir in der Sammlung fehlen, ist das erste S1 Samsung und das S2. Die beiden habe ich sogar. Aber ich suche sie OVP. Okay. Wie teuer waren die überhaupt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Damals Neupreis, das war, sagen wir mal, früher teuer, 200 Euro. Ja. Mein erstes Handy war ja sogar ein S1, dann hatte ich ein S2, dann hatte ich ein S3, dann hatte ich ein S4, dann das S5, dann das S6, dann das S7. Und danach Samsung gequettet. Ich habe mir bei Samsung wirklich jedes Jahr ein neues Handy geholt, das ist schon crazy. Dann hatte ich mein erstes iPhone, das habe ich dann knapp 3 Jahre behalten. Ich habe das 7 Plus geholt. Also nach dem S7 haben wir dann 7 Plus geholt. Ja. Und 2 Jahre danach ungefähr, knapp 2 Jahre danach habe ich dann mir ein neues iPhone geholt. Das war dann das XS Max, was ich absolut bereue. Ich mag diese Max-Scheiß-Teile nicht. Ich finde, für mich ist immer das normale Modell, finde ich immer am besten. Die Max-Teile, die sind mir irgendwie viel zu groß. Ja, danach habe ich mir das iPhone 12 geholt und jetzt das iPhone 14. Also bei iPhone noch nicht so viele Handys gehabt, wie bei Samsung. Na gut, iPhone ist ja auch viel teurer gewesen. Ja, bei den Apple-Geräten, also vor den iPhones, habe ich vom ersten, das erste 2G bis hin zum 5, habe ich sie alle. Ich habe keine Ahnung von den alten iPhones. Also das 2G kam sowieso nie in Europa raus, das habe ich mir importieren lassen. Thank you.
Alter, Bebo, das ist was ganz Ehrenloses. Was? Weißt du, wenn ich ja Gegner markiere, ne, mit Alekino, ne? Ja. Kann ich ja sozusagen, wenn ich die dann mit dem starken Hit anhitte, sauge ich die ja so aus in der Art, ne, dieses Bounter. Ja. Und im Koop kannst du einfach von deinem Mate das klauen, wenn er auch dieses Bound hat. Das heißt, wenn er seine Bound-Attacke macht, wo er den Gegner markiert, kannst du das dann sogar klauen. Das ist so dumm. Keine Polarlichter gesehen. Ich wüsste, alle haben Polarlichter gesehen. War der Einzige, der die nicht gesehen hat. Ich war die ganze Nacht wach. Ich sehe dann so Instagram-Stories von meinen Kollegen. Die haben das einfach alle drin gehabt. Ich habe gar nichts gesehen. Goldkerne. Oh, du streamst ja sogar. Hast du ja gar nichts gesagt. 67. Heute habe ich den allerersten Wuthering Wave Cinematic Trailer nochmal gepostet. Okay. Warum das? Einfach weil er vor einem Jahr kam der raus. Genau oder was? Nee, nicht gerade genau, aber einfach weil es kurz jetzt vor dem Release ist, wollte ich mal einfach mal den ersten Trailer noch mal rausgeben. Achso. Muss ich denn jetzt hin und bring den Link zu? Ich habe jetzt sogar Informationen zum Koop-Mode, ne? Ich bin richtig enttäuscht. Schade. Wie denn? Es wird leider nur ein Mini-Koop-Mode geben, das heißt nur 3 Leute. Okay. Also insgesamt 3 Leute, also Host und 2 weitere. Also nicht mal ein 4er-Korb, das finde ich schade. Also es kann sein, dass sie das nur überarbeiten, aber ich denke eher weniger. Ich denke, dann wird es so ein bisschen so wie Genshin. Ja, da wollte ich auch noch hinaus, und zwar gibt es in Wuthering Waves besondere Gegner, die kannst du nur einmal in deiner Welt erledigen, ne? Hm. Und jeder bekommt eine Belohnung. Das heißt, am besten lass keine Randoms in deine Welt fallen, weil die wollen diese Belohnung haben und töten diesen Bossgegner einfach. Und du kannst dann da nicht mehr hinkommen, weil du weil der Bossgegner dann in deiner Welt besiegt wurde. Ja gut, sowieso. Ich bin einer, der lässt nie jemand in seine Welt. Ja. Wir können ja uns gegenseitig in unsere Welten lassen. Wir können ja dann zusammen diese Bossgegner besiegen. Damit wir beide wieder die Belohnungen bekommen, weißt du? Also ich mache es sowieso nur mit Freunden, also ich lasse nie einen Fremden in meine Welt.
Hub Mode wird ab Level 25 freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, wie hoch Level 25 ist. Also, wenn, also ich denke mal, dass man höher leveln kann als ein Genshin, also ich denke mal 100. Weil 25 wäre dann schon ein bisschen ziemlich hoch von 60, weißt du? Ja. Es wird kein Red Level geben, das heißt, alle können in eine Welt gehen, egal wie stark die sind. Okay. In der Art wie Tower of Fantasy halt, dass dann der Gegner halt bei dem anderen halt etwas stärker ist. Aber gibt es Feldenstufen? Soweit ich weiß nicht. Ich hoffe mal schon, weil wie sollen sich sonst die Gegner verstärken, weißt Ja. du? Oder es wird halt so ein Spiel sein, wo die Areas stärker sind. Das heißt, die Anfangs-Areas sind halt nur schwache Gegner, die du dann zum Beispiel, wenn du sehr hohes Level bist, dann One-Shottest dann nur noch. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass es ein World Level geben wird. Ich hoffe mal, dass da noch was überarbeitet wird. Dass da mindestens 4 Spieler kommen. Eine Welt, das wäre schon besser. Ich finde 3 Spieler schon ein bisschen wenig. Shadow hatte jetzt sogar schon einen Teleportpunkt aufgestellt, damit du hierher kommst. Danke. Ist das das in Die Luxemburg? Kur haben. Stimmt es, dass in Luxemburg der ÖPNV kostenlos ist? Ja, der öffentliche Transport ist in Luxemburg kostenlos. Ah. Was denn? Als ich das gehört habe, habe ich mir das auch nur so gedacht.
random auf Twitch habe ich einen Sub bekommen für irgendeine Twitch-Streamerin, die ich nicht mal folge. Hä? Warum schenkt mir jemand einen Sub für irgendeinen Streamer, den ich nicht mal folge? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn, das ist immer die größte Geldverschwendung von dem Typen. Das macht definitiv. Ah. Das ergibt ja mal wirklich gar keinen Sinn. Ich hatte gefragt, ob du dich hinsetzen kannst. Ich weiß. Ich sitze doch dran. Ach. Ich weiß, dass er die Tour haben will. Ich bin noch ein bisschen triggern. Letztes Jahr war ich so ungefähr schon, dass wir nicht gehen nach Paris, sondern nämlich da den Bus, also ich muss für den Bus zahlen, die ist überfordert. Ja, mal so komisch, nicht für den Bus bezahlen zu müssen, was ist das denn? Warum habt ihr es so gut, Mann? Wenn du hier mit dem Bus fährst, sagt der Busfahrer manchmal so, man hat keine Fahrkarte und sagt dann so, es gibt so manche Leute, die sich die Fahrkarte halt kaufen möchten. Der Busfahrer sagt einfach nur, geht durch. Die sind einfach genervt davon. Ja, das ist ja auch der größte Müll. Ja, alle öffentlichen Transporte sind umsonst. Zug, Bus und Straßenbahn. So, der Tram. Ich glaube, Shadow fühlt sich jetzt gerade etwas lost. Er hatte die Tour schon. Verarsch ihn jetzt. Komm bitte mit. Ich glaube, ich habe die Tour noch nicht, oder? Sitzt einfach doppelt. Ist dir mal aufgefallen, dass die Apartments hier einfach nur Bilder drin geklebt sind? Ja. Das machen die meisten Spielen so. Von Weitem sieht's gut aus, vom Nahen, naja.
so komisch hier, dass alles angehalten ist, ne? Dieser Ort ist wirklich ein sehr mysteriöser Ort. Ein Teppich hier. Ich kann Neuvillette nicht mehr ernst nehmen. Der hört sich an wie Kratos, wenn er angreift. Der macht die ganze diese Kratos-Schreie. Ich hab zwar keine Ahnung, wer das ist, aber auch das. Wie, du weißt nicht, wer Kratos ist? Was? Woher soll ich das wissen? Gott des Krieges. Ja, keine Ahnung, das weiß jeder. Gott des Krieges, genau. Er war der Sohn von Zeus, der den Olymp gestürzt hat. Genau. Echt ein Olymp? Okay, vergiss es, alles gut. Das ist ein PlayStation-Spiel, ein sehr bekanntes, also eigentlich eins der bekanntesten Spiele überhaupt. Ich habe auf der PlayStation nicht gerade viele Spiele. Man muss nicht mal eine PlayStation haben, um das Spiel zu kennen, um ehrlich zu sein. Aber alles gut. Du musst ja nicht alles kennen. Ich sag Shadow kennt das nicht. Welche die Hintergrundgeräusche von dem Fernseher? Nicht wirklich. Es ist, ja, es ist sehr leise. Das ist auch Musik. Naja, Discord unterdrückt halt so Hintergrundgeräusche, ne? Der Bo macht Spaß. Ja. Würfel rumzuwerfen. Die scheiß Kiste da in den Kreis zu werfen. Das macht richtig Spaß. Das fühlt sich an wie so ein Lego-Spiel. Okay, ja, er kennt. Er kennt auch Kratos. Wer kennt ihn nicht so? Ja. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ihn kennenzulernen. Ein sehr sympathischer Mensch. Er liebt auch seinen Vater. Ja. Sagt euch Conchita Wurst was? Ja.
Der Typ soll auch beim ESC am Ende auftreten. Halt nicht als Kandidat, sondern als diese anderen Künstler, die da auch noch Lieder singen. Hast du die Eurovision gerade an? Ja. Ja, wie steht Luxemburg? Ich hatte nur gesehen, dass sie Zweiter waren. Oder Dritter. Luxemburg war eigentlich recht gut gewesen. Also das Lied. Oder war nicht schon dran? Nee, ich glaube, Luxemburg war sogar noch nicht dran. Oder waren die dran? Nee, die waren schon dran. Da haben die gesagt, dass der ÖPNV kostenlos ist. Das ist aber schon frech, Junge. Wir müssen bezahlen für die Scheiße. Was? 60 Euro monatlich. Es sei denn, pro Fahrt kostet ein Ticket 3 Euro und das ist eine Stunde gültig, ne? Werbung. Ich bezahle 364 Euro im Jahr oder wie viel Tag hat das Jahr? Was? Also ich habe früher, wo der Transport bei uns noch nicht gratis war, in meiner Jugend, da habe ich für Jahresticket 50 Euro gezahlt. The fuck? Aktuell kriegst du das Deutschland-Ticket für 50 Euro für einen Monat. Ja, nichts mehr mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, ich hab's über Ticket. Miko, ich hab dir was geschickt. Guck's dir an. Vielleicht kennst du ihn ja vom Sehen her. Discord? Nee. Ich hab's einer falschen Person geschickt. Nee, ich hab's richtig geschickt. Alles gut. Eben gerade überlegt, ob du es Shadow geschickt hast oder wie. Jetzt ist Frankreich dran. Aber ich habe gehört, der größte Favorit sollen irgendwie Niederlande sein. Nein, der größte Favorit ist Deutschland. Deutschland. Das stimmt, Deutschland. Die haben so aus Spaß am Anfang gesagt, dieses Jahr kann Deutschland nicht den 26. Platz erzielen, weil es nur 25 Teilnehmer sind. Das ist frech. Wer hat das gesagt? Die deutschen Synchronsprecher. Frechheit, wer sind die? Ich such die. Keine Ahnung, aber zum Teil haben die recht. Wieso ist ihr... Nee, die haben nicht recht. Wo liegt denn Deutschland momentan? Platz momentan. Aber von den geschätzten Dingen wird gesagt, dass Deutschland höchstwahrscheinlich trotzdem nicht auf dem letzten Platz landen wird. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit dafür immer noch hoch. Wer ist einfach als Deutschland. Platz? Bisher stehen halt noch keine Plätze fest. Ja, es werden noch einmal. Oder letztes Mal zumindest. Es stehen geschätzte Plätze fest. Wer war denn beim letzten Mal der Gewinner? Beim letzten Jahr war Schweden. Schweden, die nehmen wir ein. Ich habe aber das Lied von Jules Klein gefeiert, von den Niederlanden.
Aber Bebo, warum sieht dich da eigentlich rauchen gerade, ne? Schiebst du dich nicht, Bebo? Nö. Ich vape. Das ist das Gleiche. Nee, nicht gerade. Zum Thema, du willst aufhören. Ja. Sagen sie alle. Das ist eigentlich die beste Methode, um abzubauen. Zumindest riecht mein Zimmer nach Erdbeere. Aber ich sag nur mal so, ich finde Großbritannien beschissen. Also das Lied von Großbritannien liegt bei mir auf dem letzten Platz. Du auch recht. Streng gesehen dürften die mal gar nicht mit dabei sein. Die gehören nicht mehr zu Europa. Sag das zu Israel und Australien. Ja, das verstehe ich auch nicht, wieso diese Länder drin sind. Es ist der European Song Contest und dann sind Länder drin, die nicht mal zur EU gehören. Ja. Weil die bestimmt scheiße sind, haben die extra mit reingenommen. Damit ist ein Platzhalter so. Hat der Maus schon gewonnen, zumindest in Israel. Oh wow, okay. Österreich. Ach, da hat Conchita Wurst gewonnen. Conchita Wurst? Ja. Das war die Frage, ist Name. Ja, der Dude, der als Frau sich ausgibt, aber hat einen Vollbart. Aha. Das sind für mich eher bipolar gestörte Menschen, die nicht wissen, was sie denn sind. Okay. Also ich weiß ganz genau, was ich bin. Ich sage, bei dem Thema bin ich immer sehr streng. Ich sage, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, er ist was anderes, aber ich hasse es Menschen, die nicht sich entscheiden können, was sie sind. Na, also ich bin ein Kampfhelikopter. ich glaube, der aus der Schweiz war es, der hatte gesagt, er ist non-binary. Ja. Das existiert nicht. Das heißt, das ist so ein Daydream-Typ. RCS. Ja. Ich finde das eigentlich Schwachsinn. Ich verstehe das nicht, warum man sich wegen so welche Kleinigkeiten sowas diskutiert, ob man mit er oder sie angesprochen wird, Julian. Wird einfach so angesprochen, wie als was man geboren ist. Und, ne? Diese Menschen sind sehr wütend, wenn ich sie als Wurm bezeichne, weil ein Wurm ist ein non-binary Typ, weil der ist sowohl beides. Also sind das Würmer, verstehe ich schon. Für mich sind das Würmer. Miko, bist du noch ein Bionary Dingsbums? Ich bin ich.
Das ist gut. Was ist ich? Ist es ein R? Ist es ein Sie? Ist es ein S? Ich bin Weiße. Das ist eine gute Antwort. Das heißt ein Sie. Das kann ich verstehen. Das verstehe ich. Das, mein Gehirn sagt ja, um das zu verstehen. Du musst dir vorstellen, ich treibe solche Gespräche manchmal sehr hart durch. Da war dann so die Diskussion. Ja, ich identifiziere mich eher als Tier. Da sage ich, okay, du weißt ja schon, dann ist das Töten von Menschen auf irgendeine Art und Weise ja legal geworden. Okay. Du musst dir ja vorstellen, wenn du dich zum Beispiel als Fuchs identifizierst und Deutschland ist ja sehr schlimm daran, dass sie das mittlerweile ja anerkennen, dann sag ich, dann zählt ja auch der Jägerkodex bei dem. Das heißt, man darf den im Oktober abschießen, weil er ja anerkannt wird als Fuchs. Und Füchse darf man im Oktober in der Herbstzeit erschießen. In der Jagdsaison. Ja, natürlich. Also da muss man die Gesetze schon etwas ernst annehmen. Wenn man vom Staat anerkannt wird, dass man ein Fuchs ist, dann zählt auch das Jagdgesetz bei dem, dass man ihn auch erschießen darf. Das ist auch so will. Obwohl du recht hast, hast du recht. Wenn die sagen, sie sind ein Fuchs, dann... Ja. Haben sie Pech. Wird einfach zum Domain eingeladen, wird direkt wieder rausgeschmissen, ich liebe es. Ich bin nicht rein. Ich bin auch nicht drin, ne? Ich wurde eingeladen, wurde instant wieder rausgeschmissen. Jetzt kriege ich gar keine Einladung mehr. Und es ist einfach durchgezogen. Hä? Was macht der? Wo ist er hin? Hier unten. Ach, den Alive im Domain. Warum das jetzt? Ich weiß schon. Wofür braucht er ihn, den Domain? Nicht nur O'Haven braucht den Domain. Ja, ich weiß, deswegen frage ich ja auch. Okay, so das Team passt nicht. Nimm einfach irgendeinen starken. Achso, jetzt nochmal alle und schnell durchlaufen. Bin ich erst um 1 zu Ende? Ich hab Zeit, nicht? Ich meine, Deutschland war jetzt nicht so pralle, es war halt einfach ein Radiolied. Die habe ich noch nie gesehen. Mit der Waffe. Ja, Luxemburg ging recht. Aber im Gegensatz zu Deutschland waren sie nicht gut. Weil Deutschland einfach das Beste ist. Wir lieben uns. Ich fand Luxemburg besser als Deutschland. Ey, du musst hinter deinem eigenen Land stehen. Was soll das? Ich stehe nicht hinter diesem Song. Der Song war gut, auch wenn ich ihn nicht gehört habe. Kennst du Always on the Run? Nein. Ich denke, Deutschland hätte erst wieder eine Chance, wenn... Wenn ich anfange zu singen, hast du recht. Spanisch war... Nicht Spanisch. Spanien war komisch. Miko, lass zusammen singen gehen. Wir singen alle Männer Entchen.
Die Steigung dazu war Estonia. Danach wurde es nur noch komischer. Mit Irland. Die hatten so einen Mix aus Rock und Klassik gemacht. Okay. Mit Hexenmodus. Dann Latvia, das war auch komisch. Griechenland war eigentlich recht gut. Deutschland sollte Gilde Horn wieder schicken. Ach, jetzt weiß ich, die Niederlande konnten nicht antreten. Die sind irgendwie nicht gekommen. Er ist nicht gekommen. Die Niederlande! Oh nein! Wie sind nicht gekommen? Jus Klein kam nicht. Großbritannien war wie gesagt beschissen. Norwegen war jetzt vielleicht ein gutes Lied, aber nicht mein Geschmack. Italien war so lala. Wo guckst du dir das an? Ich guck da jetzt auch rein. Im Fernsehen auf das Erste. Das Erste? Serbien... Vielleicht gut, aber nicht mein. Ich hab's jetzt live an. Ich höre es gerade. Serbien ist gerade am Singen. Hört sich Finnland. Scheiße an. Finnland war einfach nur so Finnland, ja. Dieser Typ ist erst halb nackt rumgelaufen und hat sich erst im Laufe dieses Liedes Hose angezogen. Es ist gerade diese Zusammenfassung. Ach so. Portugal? Das war schon. Ja. Wer ist jetzt Nummer 1 gewesen? Das ist erstmal so diese Reihenfolge, die vorgestellt wurde. So. Armenien war eigentlich auch. Okay. Hat jeder halt einen eigenen Geschmack. Das ist der Typ, der in einem Rock rumgelaufen ist. Ach du heilige Scheiße. Er war non-binary. Ich habe keine Ahnung. Ach du meine Güte. Was sehe ich hier? Ich habe das Gefühl, die Leute mögen es, da halt nackt rumzulaufen. Es wird Farben sein. Wie sagt man so schön, weniger ist mehr. Manche haben das da wohl etwas zu ernst genommen. Müsstest du das mal Shadow zeigen, was du guckst? Ich glaube, der würde alle 2 Minuten Haram sagen. Theoretisch schon, ja. Also das, was ich da alles gesehen habe, das ist schon Big Haram. Oh, das nervt richtig, dass alle Kinos so scheiße sind im Koop-Mode, ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es bei Chlorine dann wird, ne? Ich finde dieses Bauensystem im Koop-Mode ist absolut scheiße. Ich stell mir vor, jemand spielt Klönt, der andere spielt alle Kino und die haut sich die ganze Zeit das Bauen weg. Obwohl ich noch nichts von Klönt gesehen habe, wie die ihr Bauen auffüllt. Mit ihrer I, glaube ich. Ja, ob das dann wie bei alle Kino ist, dass du die dann so einmal mit einem heftigen Hit schlägst? Nee, ich glaube, das ist anders.
sozusagen, du drückst einmal die E, dann lädt sich das einmal auf und dann gibst du es aus und dann drückst du wieder E oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe selber keine Ahnung, deswegen bin ich auch gespannt. Ich weiß nur, dass wenn ich schon mit anderen Leuten, die auch Alerino spielen, zusammenspiele, dass ich versuche, Alerino auszutauschen gegen einen anderen Charakter. Weil man sich sonst einfach nur diese ganze Zeit dieses Bound auf Fleisch stiehlt. Ja, das habe ich ja vorhin auch zu Dings gesagt, weil du dein Bound machst, ich hab's dir geklaut. Ja, man kann halt sich das einfach gegenseitig klauen. Das ist mies dumm, ne? Ja. Gegen den Bossgegner wäre das noch okay, weil dann könnte man sagen, der eine macht Bound, sammelt das auf, während der andere dann wieder Bound macht und der andere das dann aufsammeln kann. Ja. Dass man sich immer abwechselt. Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Aber es ist besser als die anderen, die ich bis jetzt gehört habe. Der sieht aus wie. Der sieht aus wie Hitman, das ist einfach Hitman. Hip-Hop-Man. Hitman. Der Attentäter. Ach, das Lied läuft auch raus, das im Radio. Irgendjemand von euch hat die so auseinandergewirbelt, dass die Gegner alle auseinander sind. Frechheit. Ich wollte gerade meinen ganzen Bound noch sammeln, meine Gegner fliegen einfach durch die halbe Map. Dann nimm Venti, der sammelt sie alle auf einen Punkt. Ich hab kein Venti. Weil dann für dieses Team nur Pyro und Elektro haben kann. Es sei denn, du hast einen Kasu an. Nein. Das lief von den Elementen her. Man darf nur Element Pyro und Element Elektro haben. Warum soll man die eigentlich anrufen und dafür dann noch Geld bezahlen? Was ist das für eine Frechheit? Denke ich mir auch. Was bringt mir das da anzurufen? Kann ich dann wählen, wer der Beste ist oder was? Ja. Du kannst ein anderes Land auswählen. Und dem eine Stimme geben. Achso. Time Reverse war. Hakase ga douste anna taido o toru no ka. Time Reverse no gijutsu ka watashi tachi no you ni. Kako ni todomaru mono tachi wa eien dewa naku. Eien ni shite. Gibt denn der Broker Water? Watashi wa utagatte sura iru no da yo. Broker Water? Yatsukosu ga mottomo. Hagado. Broker Water. Mit was für einem Dialekt sprichst du jetzt, bitte? I'm British. I'm British. Das ist in Schweden. Ha? Was für Schweden? Der ESC ist in Schweden. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das hatte gerade gar nichts damit zu tun, wirklich. Ach so. Also ich habe ein paar Informationen zum Whirling Waves Coop. Es wird only 3-Player Coop, also in der Art wie Genshin. Es wird 1:1 halt wie Genshin der Coop Mode sein. Nur dass es da besondere Bossgegner gibt, die du nur einmal besiegen kannst und die können dir einfach andere Spieler wegklauen. Oh. Und da gibt's halt eine Einmal-Belohnung. Jetzt kommt. Spielt jetzt aber oder spielen die jetzt nicht? Alter, die sehen aus wie Menschen. Also sind das keine echten Menschen? Weil die sagten irgendwas von Avataren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich treue diese Dinger da auseinander. Die sehen aus wie Menschen.
Ja, die sehen aus wie Menschen. Was guckt ihr da? Soll ich den Ziel machen? Ich guck mir das gerade auch an, ich verstehe es noch nicht. Warte, ich mach den Ziel, Mann, da kannst du auch mit reingucken. Ah, das war, wo die aufgetreten sind. Daijoubu desu ka? Tatsukete kurete arigato. Aitsu da. Hyena da yo. Omae san wa doko kara kitan dai? Haggard no meirei de Jin san ni ai ni kitan da. Haggard no tokushi? Omae san sonna omono ni wa mienai ga. Ihr seid rausgegangen, aber warum wurde mir nichts gesagt, Antimates? Ich hab die ganze Zeit gewartet, bis es weitergeht. Irgendwie scheint mir 10 Jahre gebraucht. Hier haben wir Benji stehen. Und sogar Kazuha. Ich hab leider nur einen Char. Hyena da. Zieh dich. Kokonara Anzendaro. Smanna. Makizoe ni suru tokoro datta. Yatsura wa 2 shuukan mae ni koko wo senkyu shita. Oh mein Gott, das ist doch keine Chance. Kane wo haraeta wo shita wo. Mattaku, goto da na. Ist das so ein sogenannter Fuchs, oder? Nein, das ist so ein Wurm. Jin-san wa itsu kaiketsu shite kureru ka shiranai ga. Otto. Kousan no irigutsu wa asoko da. War diese Person ursprünglich ein Mann oder eine Frau? Nein, ich meinte von Geburt an. Ich denke mal, Mann. Naja, bei der Geburt hat man ihn fallen gelassen. Junge, bist du gemein. Du hast einfach ausgelassen, dass er zweimal runtergefallen wurde. Also, runtergefallen lassen wurde. Das sieht echt gruselig aus. Ja. Also ich hätte Angst, wenn ich seine Person sehen würde. Ich glaube, ich würde Straßenseite wechseln. Ich denke, im Knast wird er eine Einzelzelle bekommen. Wir haben schon alle einer EFC geboren. Oh, die Knastis würden sich freuen. Je nachdem. Ich glaube, der lässt persönlich, der lässt freiwillig diese Elfe fallen, der Typ. Jetzt siehst du noch mal alles im Durchlauf. そうだ、さっさと帰れ。あれ、抗議するだけで問題が解決するなら、ほら、あれ。あ、でもあの様子悪いが、俺が案内してやれるの。分かった。ありがとう。 Ich hatte damals gefeiert, wo Lodi gewonnen hatte. Das ist Deutschland. Lodi war. Und ich sag das nicht. あの、これ何の騒ぎ?あ、お前よそもんか。あ、やつなパディアンドルフラッグに。オーザン病にかからないうちにとっとと帰った方がいいぞ。関係ある。ピアンドルフラッグ。ディンサ。俺がやってるのはブストワン。ルクセンブルクは使えんナショナルフラッグ。ほら。今日だ。オッケー。Warum eigentlich? Wie ist dumm? Warum zwei? Luxemburg sehr oft halt mit Holland verwechselt wird. Obwohl das eine einfach hellblau ist und das andere dunkelblau. Also es gibt schon einen Unterschied.
途中にハイエナの検問所がある。奪われた薬はそこにあるに違いない。Und dann kam irgendwann ein, eine Alternativflagge. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Ich was ist die denn da, Alter? Alter, was geht mit Irland ab? Wie der Name schon sagt, irre. Der, das darfst du niemals Shadow zeigen, was du da guckst. Ich meine, bei Griechenland haben sie sich lustig über den Rock von der von dieser Künstlerin lustig gemacht. Oh nein, Hilfe, nein, nein. Ich fand das trotzdem immer noch United Kingdom am schlechtesten. Selbst über das Finden habt ihr doch auch nicht mehr alle, oder? Der Typ aus Finnland. Das sind wie Kinder, oder? Kusuri wa torikaeshita. Kore de ii yo na. Ah, sore de machigai nai. Tasukatta. Sonja, hayaku kusuri wo kubatte. Aitsura wo tamarasete kure. 俺がおじさんとこに連れてってやるからよ。ありがとう。殿、あいつらに何を飲ませたんだ？ギルスからはジンさんの開発した特効薬だと聞いた。ありがとう。Was ist das jetzt? Wieso hat er einen Stern auf dem Kopf? の仲間たちはもう薬を飲んだ。ほら、散った散った。その通り。
すでに薬は手配してある。お前たちは仕事に戻るんだ。Miko, vielleicht sieht's gut bei mir aus und ich werde mir das neue iPad holen. Ja, ich kann nicht Habt ihr wieder euren Fuchs? Nein, ich meinte mit dem spanischen Titel. Der heißt einfach entweder Füchsin oder ein schlechtes Wort, wie man eine Frau bezeichnet. Ein schlechtes Wort, wie man eine Frau bezeichnet. つ聞いておきたいことがある。なんだ？お前確かハイヤードの人間だったな。ってことは、いや、異常起動した。ハガードがよこしたのはお前一人か。ああ。いや、別に。ちょっと聞いてみただけだ。そんじゃ、行こうか。おじさんを待たせ。おかげで助かった。行員たちはこのところ騒ぎっぱなしだ。恩知らずどもめ、誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。おじさんが鉱山に投資しなかったら、誰もこんな荒れ地なんか見向きもしなかったろう。おお、was ist das? Ach du heilige Scheiße! Auf Ernst, wie kann man sowas haben, Junge? Wie gehen wir aufs Klo?Das ist doch nur dran, oder? Das ist nicht echt. Die haben Ringe. Oh gut, das ist nicht echt. Mein Herz ist erleichtert. Ich dachte schon, die kratzen sich mal halb den Po auf. Wie die richtig mit diesen Fingernägeln betonen, das sieht so gruselig aus. Zu dem, was Shadow sagt, kann ich dir erklären, mit der Quest zu voll machen. Ich wollte einfach eine Quest aufnehmen. Die Quest hat immer zwischendrin gestoppt, mich aus dem Spiel geworfen und ich musste diese Quest wieder anfangen. Ja, okay. Eine Stunde später, ich bin keinen Schritt weit gekommen. Das ist Gigi. Und dann... So weiter. Ich weiß nicht, ob es im Internet lag, aber im Chat, was auch immer, ich habe es nicht hingekriegt, diese Quest zu machen. Ach, jetzt wird das nicht gespielt, bis letztes Jahr gewonnen hat. Ja, Korowa Domo. Oiga Erakus, Jokio war Taschkani Shinkokudanga.だが、also mit XP-Büchern bin ich gut ausgerüstet gerade. 居住区がハイエナに襲われました。助けてください。Was ist das denn? Das sieht ja schon wieder gruselig aus. Was läuft denn da schon wieder? Das ist die letztes Jahr gewonnen hat. Was hat die da überhaupt an, Junge? Wie kann man noch sowas anziehen? Junge, hat die Bauchbehaarung? Ach nee, das ist nicht so cool.Ach nee, das ist ein anderes Lied. Ja, da war auch so mega lange Fingernägel. Koko war mohr an sind da. Toxidono, arigato, demo, bokta.
これはご苦労だった。鉱山上部の責任者アービンから積み解除からのれ。Ach nee, oder? Wer ist gerade rausgeflogen? Bin ich rausgeflogen? Hallo? Wohl rausgeflogen. Ja, ich bin gerade rausgeflogen, kann das sein? Aus der Welt? Nee, nicht aus der Welt. Im Discord. Nee, bist noch da. War der Stream gerade weg bei dir, Bebo? Nee. Internet spackt schon wieder. Internet. Download der Nachbar. Das bezweifle ich. Nico, hast du Polarlichter gesehen? Ein bisschen was, ja. Ich habe nichts gesehen, das ist eine Frechheit. Der Einzige, der nie irgendwas gesehen hat. Ich habe in allen Richtungen geschaut. Ich habe ein bisschen pink gesehen. Wer hat auch nicht? Ich habe auch nichts gesehen. Ich war 4 Uhr nach draußen, ich habe auch nichts gesehen. Achso, ich dachte, du meintest diese Nacht. Naja, war ja auch diese Nacht. Das war eigentlich letzte Nacht. Na, heute Morgen sozusagen. Achso, ja okay, ich habe jetzt eben halt geguckt. Achso, warte, ich guck mal. Wie ist der da? Kosek war selber als Meter, ja. Vielen Dank, Leute. Keine Ahnung. Chanto Gokka, Kenskono Sakinia, Segio Daini, Toroko, Kokoma, Lukashi, mit dem Kremasenka. Ich kann mit Ventilator nicht umgehen. Hä, wie das denn? Wenn ich irgendwo halt so einen Ventilator anlasse und ich in diesem Raum schlafe, ist am nächsten Morgen meine komplette Stimme ruiniert. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist immer so. Ich hab eher das Glück, dass mein Zimmer immer kalt ist. Also halt immer am kältesten im ganzen Haus. Außer ein anderes Zimmer, aber an dem kann man nicht schlafen. Fünf, drei.
Ich finde den Finanztyp immer noch komisch. Hallo, hör da. Okay. Ja, wieder ein Goldkern. スネ会場の件は解決しました。アービンさんは今後処理をしています。今、グスタンフェクブ。ジンさん、帰り際に聞いた。日本クリスナーはまだコミッショナーがある。 Die hat mich jetzt, glaube ich, im Fernsehen als Jeff Bezos. Ah, nee, schon wieder die Teufelscheiße. Ich meine, zu diesem Rock aus Griechenland hatten die im Fernsehen dann aus Spaß so gesagt, irgendwas mit einer Thermostüte oder irgendwie sowas, kann man sich einfach nehmen und anziehen. Dann hat man das gleiche wie sie. Oder irgend so eine Plastiktüte soll man sich nehmen. Naja, die hat eine Finanzkrise, da kann man das verstehen. Kennst du jetzt gerade diesen Boss? Und nur ich bin nicht da? Ja, ja, sehe ich schon tot. Okay, er ist noch nicht tot, weil Shadow ihn irgendwie nicht tot kriegt. Jetzt ist er tot. Wie, Deutschland darf nicht für einen eigenen Beitrag stimmen? Was ist denn das für ein Scheiß? Soll ich jetzt Ausländer stimmen oder was? Du kannst nur für Ausländer stimmen. Hä? Warum darf man sein eigenes Land nicht unterstützen? Wie, wolltest du jetzt auch niemand darf. Na, natürlich nicht, hä? Mich interessiert das ein Scheiß, wer da gewinnt. Also am liebsten wäre mir jetzt, wenn dieses Land gewinnt, wo Miko meinte, die haben komischen Rock. Griechenland! Genau, die sollen gewinnen. Countdown! Lass Griechenland gewinnen. Ja, wenn sie gewinnen, gibt es vielleicht Gyros zum halben Preis. Nein, die feiern mit Uso. Jeder scheint meinen Bennett als Support zu feiern. Ist mein Bennett wirklich ein so guter Support? Ich denke schon. Die können halt Punkte vergeben, nur nicht dem eigenen Land. Das check ich ja mal gar nicht.
Shadow hat euch gefragt, ob du Dendro hast. Das war so schön. Ja, helf ihm. Ja, das weiß ich selber, dass er eine Hilfe macht. Deswegen habe ich es auch geschrieben. Aber mein Helfen ist richtig scheiße. Ihm geht es wahrscheinlich einfach nur um den Doppel-Dentro-Boost. Mir hat Irland gegeben, diesem creepy Hexenbeschwörungszeug. Hat die höchste Punktzahl bekommen. Deutschland ist 7? Meine... Ja! Das ist ein dritter Platz, oder was? Man, bisher ja. Naja, natürlich sind irgendwelche Dämonenbeschwörer Platz 1 und der check ich ja gar nicht, Digga. Der what the fuck, Alter. Ah, und wir kriegen die 12 Punkte. お前、なかなかのやり手だそうだな。スケ、とりあえず状況。これには特殊な改良を施してやる。絶対満足するはずだ。エナジーはこの辺りだ。 Sogar Deutschland hat Punkte bekommen. Letztes Jahr hatte Deutschland irgendwie von keinem Land Punkte bekommen. Also dieses Jahr sieht schon mal besser für Deutschland aus als letztes Jahr. Ist erst noch am Anfang. Ja, aber letztes Jahr hatte Deutschland von keiner Jury irgendwie Punkte bekommen. Halt wirklich so kaum. Und ist da auf dem letzten Platz gewesen. Portugal. Hier in Weiß. Und wir sind beim Boss. Okay, ich guck gerade, ob ich irgendwas noch ändern könnte. An der Schweiz so toll. Naja, sehr viel Luxus überlebt in der Schweiz. Das ist Pech. Hätte der wenigstens auf mich warten können. Aserbaidschan. Wo ist Aserbaidschan? In Deutschland war Aserbaidschan. Nee. Ich Ich bin so schade, ich mache ja gar kein Damage. Switzerland. Frag mich immer noch, was hier so toll nehmen, die von der Schweiz finden. Aber es sieht sehr danach aus, als ob die Schweiz gewinnen würde. Allerdings kann Zuschauer noch vieles ändern. Ja. Wo ist jetzt Aserbaidschan eigentlich? Nicht in Europa. Warum könnt die dann mitstimmen?
Ukraine dabei, die ist auch nicht dabei. Bitte dann. Sorry, das ist doch nicht so viel. Und was geht mit dem Typen ab? Einen Teddybären verloren. Schon wieder ihre 12 Punkte. Weil er non-binary ist. Ich jetzt dafür stolz. Immer noch was in diesem komischen. Lass mir glauben, wenn Schweiz gewinnt, dann wird ein schlechter Wurf in den Wir werden sehen, wer gewinnt, wir werden sehen. Albanien. Albanien ist doch auch nicht Europa, oder? Nein. Ja, wir haben auch schon dran teilgenommen. Wer ist nicht Europa? Albanien. Streng gesehen dürfte das auch mal kurz. Warum? Es ist eigentlich eine schöne Sache. Wie viele 12 Punkte haben die jetzt schon bekommen? Keine Ahnung, 5 Mal oder so? Tschechien. Tschechien ist in Europa. エナジーを装填すればいつでも動かせるぞ。だが出発の前に条件について話しておきたい。お前はアストロナジーのために来たんだよな。アストロナジーが手に入れたらちょっと。もちろんいいですよ。エナジーの設備のスイッチをオン。デストロイヤーの起動に備える。 Für Deutschland! Jumbi ga dektara suwatte kure. Hyena no jōou no ajito made okuro. Buji o inoru. Ich
Luxemburg. Luxemburg hat 12 Punkte bekommen. Meinst Luxemburg? Luxemburg. Die Schweiz? Dann diese komische Hexe? Und Italien. Ja, gut. Haben wir jetzt die Aufgaben? Hallo? Australia. Guck, Australien ist auch dabei. Diese Österreich. Gott. Warum Irland? Aber die sieht zu gruselig aus, holy shit, Junge. Ja. Ich glaube, die nehmen also keine menschlichen Leute. Ich sag, Deutschland wird, wird die 12 Punkte Israel geben. Zu 90% sag ich das. Aber das spricht doch Englisch, Junge. Was labern die da? Die sprechen ein sehr dialektreiches Englisch oder ihre. Die haben irgendwie Französisch gelabert. Ohne Who's in Swarm? Keine Ahnung. Welches Land war das? Keine Ahnung. Aber das ist eine interessante Frage, muss er der Typ. Spanien. Ja, wo sind die denn, Alter? Da will ich auch hin. Weißt du, wer auch noch Sonne hat? Strand. Ja, ich kann es auch so. Okay. Das sieht irgendwie etwas traurig aus. Luxemburg ist vor Deutschland. Guck mal, die haben einfach den Polarlichter. Der, die diesjährige Dings ESC ist auch auf basierend mit dem Thema Polarlichter. Ach, jetzt kommt Deutschland. Wie, die haben Schweiz gewählt. Oder bitte auch nicht Irland. Irland. Ich dachte, es ist sehr wahrscheinlich, dass die 12 Punkte von Deutschland an Dingsens gehen. Ach nee, sie haben Israel nur 8 Punkte gegeben.
Oh nee, es wird nach Irland gehen. Es wird sehr wahrscheinlich. Gehen. Ach, Schweden! Du hast gerade gespoilert. Wir sind 2 Sekunden hinter dir. Hinter dir? Ja. Du hast gerade gespoilert. Du scheißt Schweden und wir kriegen es erst 2 Sekunden danach mit. Oh, die sieht nicht schlecht aus. Komm, Luxemburg ist nur 16 Punkte hinter Portugal. Wir müssen Portugiesen noch überholen. Er lief mit dem Portugiesen, Sirius. Ich kann denen das nicht. アストロナジーを心配するな。Leute, schenkt uns was. Wie heißt die Gorilla? Hat das gerade gesagt oder? Ach, Frankreich. Hat das gerade gesagt oder? Warum spoilerst du? Ach, Frankreich. Ach, ihr wüsstet es das zu dem Zeitpunkt schon. Wäre ich wieder zu früh. Das ist wieder zu früh. Achso, G? Wenn ja, kann man Ping-Pong mit dem Boss spielen. Ach, du hast die Welt verlassen. Hab ich doch gerade gesagt. Hab ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Du hast die Welt verlassen. Ja, ich hab die ganze Zeit meine Erkundungsbelohnung noch nicht eingesammelt. Tut mir leid. Ich lade. Das ist Zeit. Der Ballon hat Punkte bekommen. Ja, der Ballon hat Wir kriegen wir null. Wenn wir in Deutschland sind, Deutschland kriegt immer null. Wir kriegen wir null. Fuck. Wenn wir in Deutschland sind, Deutschland kriegt immer null. Wir sehen ja richtig glücklich aus für ein Land, wo im Krieg ist. Also ich glaube nicht, dass die im Krieg sind.
Zumindest die Person nicht. Aber ich meine, hey, Deutschland ist schon mal besser als sonst die Jahre. Deutschland landet nicht auf dem letzten Platz. Was zum Fick ist Estonia? Ich habe von diesem Land noch nie gehört, Junge. Das ist bei diesem... The fuck, ich hab an Geografie aufgepasst, ich kenne mich gefühlt mit der ganzen Map aus und ich hab noch nie was in Estonia gehört. Das ist bei Russland. The fuck ist Estonia? Das ist bei diesen Balkenstaaten. Map. Das ist bei diesen Balkenstaaten. Die wohl den Balkan tanzen. ギルスがベンジスに行く。ギルスと人さんは必ずしも一枚岩ではない。この辺は人まず人さんに頭っておこう。次の作戦に移る。俺は他の手がかり。オッケー、もう少しだ。オッケー、これ。これ、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 これ
Ja, wieder an, die Deutschland verlieren. Letztes Jahr fand ich Deutschland, um ehrlich zu sein, gar nicht gut. Es war einfach so, ja, 0815 halt. Dieses Jahr war Deutschland vielleicht ein bisschen besser, aber... Sekat Shadow hat einfach alle Dings aufgedeckt. Alle Teleport Points. Muss ich auch mal machen. Ja, ja, logisch. Habe ich auch. Ja, ich nicht. Ich gehe ein bisschen in meine Welt. Mach das, glaube ich, ein bisschen. Okay. Estland bekommt 2 Punkte. Bitte dann. Ich habe echt das Gefühl, Schweiz gewinnt. Die haben gekauft, Junge, die haben gekauft. Das war so toll an diesem Lied. Der Typ hat bestimmt seinen Körper verkauft. Ich hab ein Mitleid, weil er nicht weiß, was er ist. Wo sieht die denn aus, Junge? Okay, auf Wisch oder was? Das sind die, das Gegenteil von Gangstern. Das sind gute Gangster, so. Deutschland sieht wirklich besser aus als letztes Jahr. Ich glaube, jeder war so, wollte stimmen für die Niederlande und dann ist die Niederlande nicht dabei. Ja, ich hätte auch der Niederlande stimmig. Aber wie, er war nicht da. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, die sollten ja eigentlich dabei waren. Die waren die Favoriten dieses ganzen Dingsens hier. Und dann kommen sie nicht dahin. Also tritt nicht auf. Dadurch hat jetzt die Schweiz, was für mich gerade irgendwie so aussieht, als wäre das ein neuer Favorit. Die haben... Das war ein Bolkoi von der Schweiz. Die wussten es. Die haben Mitleid mit der Schweiz. Wow, wir haben 3 Punkte bekommen. Egal, wir sind über Luxemburg. Hahaha, bei Bo. Ist noch nicht vorbei. Der Abstand ist nicht groß. Germany. Das ist scheiße, Junge. Ach Gott. Ja, logisch, weil Schweiz kriegt irgendwie alles. Das ist jetzt erst der 28. von 37. Ich
Was war das gerade für eine Geste? Aber egal, wieder 2 Punkte mehr als Luxemburg, das ist gut. Mal 12 Punkte. Vergiss es, die Schweißkammer nicht mehr aufnehmen. Nee, Schweiß gewinnt, sag ich auch. Ach, ich kann Deutschland. Go. Ich meine, hey, Deutschland liegt eigentlich bisher sogar noch recht gut für Deutschlands Verhältnisse. Ja, aber leider nur am Singen. Ja. Fußball würde es anders aussehen. Da würden die ganzen Randoms alle auseinandergenommen werden. Wieder 2 Punkte mehr für Deutschland. Na, Beppo, was sagst du dazu? 19 Punkte sind es jetzt schon. Ja, auch okay. Warum freuen die sich so, Junge? Die sind 100 Punkte hinter den anderen. Da wird bestimmt nichts mehr. Irgendwie null spannend, weil alles zur Schweiz geht. Schon. Na, guck mal, jetzt wird's wieder gehen. Also, sorry, wäre ich letzter, wäre ich schon aufgestanden und wäre gegangen. Wieder Schweiz. Wetten? Ja, es war so klar, der Gang. Holy shit. Ich kann die nicht mehr sehen. Was betet der? Der hat gewonnen. Das ist eine Wurmhaltung. Die Mathe war auch nicht einfach. Jetzt haben aber Luxemburg und Deutschland Punkte bekommen. Ja. Die Hexe kann nichts kriegen. Natürlich. Oh, bitte, macht doch diese Flagge weg. Schämt euch doch, Junge. Digga, repräsentiert doch wenigstens euer Land, Digga. What the fuck? Ja. Oder die gehen da hin, um ihr Land zu repräsentieren und zeigen irgendeine andere Flagge. Die repräsentieren irgendwie wirklich mehr LGBTQ als irgendwas anderes. Scheiß. Ja, das war so klar.
Wie viel habe ich denn jetzt? Noch 9 Stück. Russland hat einen Punkt bekommen. Wenigstens einen. 99. Ja, schon wieder Goldkern. Das ist der eine Typ im Rock. Ernst? So, sind wir bei 73. Dann denke ich zu Kroatien. Switzerland, safe. Ja. Was schaffen sie denn überhaupt noch? Die sind so weit vorne. Verstehe ich nicht. Heißt der Typ Nemo? Was dann? Okay, danke Discord. Hat wieder rausgeschmissen. Ja, das ist ja das ganz komische. Ich krieg den Disconnect-Sound. Kriegt er wieder den Connect-Sound und... Na.
俺たち空今揃って不調だね。ギルス、それとアイダの子がアスト鉱山の件は。ギルスの件では大変強引に配った薬の大半を回収し、服用した病人たち。ジンさん、Armin, der kann nicht mehr Englisch. Der Synchronsprecher. Oha, die sind nicht verletzt. Estland. Machen die es so spannend? Sag doch einfach, es sind nur 19 Punkte. Wird nicht viel ändern. Also, das ist nicht mein letzter. Jetzt ist alles gut. Nur wegen des allerdings letzter, das ist damit jetzt schon klar geworden. Oh je, Spanien rutscht immer weiter runter. ジンさん、アイダの子にエリア4。エリア4はケン、あいつが報酬を求めてきたら、私の方にツケを回してくれ。ならば私は。Ich krieg das nicht für ihn, ja, Alter. Zypern ist ein Land? Ja. Ja. Na, irgendwo bei der Türkei. Es ist zwar klein aus Luxemburg. Ich dachte mal, das ist ein Teil von der Türkei. Es gehört zu den reichsten Ländern Europa. Es ist reicher als Deutschland. Tschüss, Digga, 85. Keiner hat United Kingdom gut. Wie die sich freuen bei 0 Punkten, gell? Schrei nicht so, tschüss. Ja, wir haben über 100 Punkte bekommen. What the fuck?
300 Punkte, what the fuck? Wir sind einfach mal auf dem ersten Platz momentan. Einfach nur wegen diesem Krieg, ja, weil wir das Schweiz mit Platz sowas haben. Von Punkten rüberbekommen. Die. Ja, die haben gerade 300 Punkte bekommen. Ah, Luxemburg bekommt Punkte. Und wie viel bekommen die? 20, wow. Das sind jetzt fucking 4 Punkte vor Deutschland. Echt. Ah, es war nur 18. Echt. Aber Deutschland steht vor Luxemburg. Ja. Ich mag das nicht. Scheiß Dämonenbeter. Oh Gott. Was hat er für Zähne? Brian, seven. Oh Gott. Wir sind noch jetzt Platz 1, oder nicht? Mit den Punkten. Ja. Oh wow. Oh, 450 Punkte. Egal, Schweiz wird die Evo und safe. Harim-san. Onegai. Naja, aber die Ukrainer sehen wenigstens normal aus. Ja, wir haben 4 Punkte bekommen, geil. Wir sind nicht in den Top 3, aber egal. Wieso haben wir von Bastian, wir schon gerade 4 Punkte bekommen haben? Wir haben 104 Punkte, what the fuck? Oh, what the fuck? Atari o mite miyou. Hier jetzt Platz 1? Kann das sein? Weiß es nicht, wie viel wir vorhaben. Ja, Kroatien jetzt auf 1. Oh, scheiße, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Schweiz trotzdem gewinnen wird. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe, mit ihrer ganzer Vorfreude, dass sie letzter wäre. Können minimal nur Fünfter werden, glaube ich, oder so. ものを見たんだ。生きて帰れると思うなよ。そいつを逃がすな。俺の傑作を起動してやる。
Das wäre jetzt geil. Bei mir. Na, die werden nicht weiterkommen. Es wird Schweiz, denke ich. Schweiz oder Ukraine? Aber Ukraine. Nee, Ukraine hat schon. Nee. Schweiz oder Kroatien? Ich hoffe mal Kroatien. Ich hoffe auch, dass es Schweiz ist. Ich hoffe nicht, dass es Schweiz ist. Schweiz raus. Ich habe allerdings auch keinen Bock, dass es Ukraine ist. Ukraine kann es nicht werden. Ach so. Ukraine sind doch schon festgelegt. Dritter Platz. Ah, okay. Entweder wird es jetzt Kroatien oder Schweiz. Wenn jetzt Schweiz mehr Punkte bekommt, die müssen doch 168 Punkte oder so bekommen. Monster. Komm, Kroatien. Wir sind über 205 bekommen. Ja, die sind raus. Oder? Ne, die brauchen 183. Ich sag, dass Schweiz gewinnen wird. Habe ich irgendwie das Gefühl. Bitte nicht. Ist so. Lass Gerechtigkeit kommen. Ich gönne ihm seine Freude nicht. Doch, Schweiz gewinnt. Ah, wow, ja. Ich hab's gewusst. Ja, wird heute Abend eine Raclette oder eine Fondue. Jules, tomare! Hayaku aitsu o tomeru nda! Was macht der Dämon bei der? Bei dem. Oder bei der? Ich weiß es nicht, sonst hat er sich identifiziert. Bei dem Baum. Ich nenne sie halt einfach auch alle die Hexe. Und jetzt darf der sein Lied nochmal spielen. Ich hab's nicht mal gehört. Ich hoffe nicht wirklich. Aber ich meine, hey, Deutschland ist nicht allzu schlecht. Naja, soll's den Fake-Deutschen gegönnt sein. Nach so vielen Jahren mal wieder eine Vision zu sein, war ja auch nicht schlecht. 13. Platz. Wir waren auf der guten Hälfte. Der guten Hälfte. Ey, das ist ja noch eine Hexe. Dass sie sich wenigstens normal anziehen können. Normal. Stopp,
weiß keiner, was da für Punkte sind, die da unten eingeblendet werden. Aber doch, kann sein, dass es der deutschen Zuschauer sind. Hätte mich mal interessiert, wie es gewesen wäre, wenn Niederlande hier wären. Also wenn die auch noch... Thank you so much. Hilfe. I need some Arzt, guys. I need some Ohrenarzt and some Augenarzt. Ja, es ist nur Hals, Nasen, Ohren. Tokushi-dono. Aida-no-koni. Tokushi-dono. 私とアイダのこの関係を私はただの子も。Von Jesus auf dem Kopf oder was? Von der Hexe. Das ist die, ja, von der Hexe. Ja. Von der Hexe? Ja, von der Hexe. Ja. Das hat er von Irland bekommen, von Irland oder so. Irland. Ja. Ist vielleicht so ein Typ, so was. Zieh dir was an! Ja. Wer soll sich was anziehen? Diese alte da, Karin. Hast du die nicht gesehen? Nee, ich hab in dem Moment da nicht hingeguckt. Hat man gerade irgendeine Zuschauerin gesehen? Geht einfach nichts an. Dass du es nicht gesehen hast. Ich bin irgendwie froh, dass ich nicht gesehen habe. Ja. Kannst du froh sein. Wenn man das Land in der Stadt hat, dann hat man viel zu viel Zeit, um zu fahren.
Ist Israel ein richtiges Land? Wie bitte? Ob Israel ein richtiges Land ist? Ja, Israel ja. Shadow sagt nein. Okay. Er sagt, denkt ihr das? Ägypten und Israel haben nicht so gerade die besten Verbindungen. Ja, das ist aber keine Begründung, wieso es kein. Ein Rassist! Ein Rassist! Racist! Das ist gegen Dunkelhäutige, aber. Was hab ich denn jetzt hier bekommen? Wollte nur einen Teleporter aufblocken, ich bekomme irgendeine Uhr. Ist das ein Werkzeug oder was ist das? Was hab ich hier bekommen, Alter? Ist das ein Arzt gewesen oder was? Und was? War ein scheiß Artefakt, Junge. Ja, und Verteidigung als Mainstead. Ey, war ja klar. Ich upgrade ein Artefakt, was sehr gut ist. Hat Aufladerate, LP und Crit Rate. Ich upgrade es. Wisst ihr, was ich bekomme? Verteidigung. Ja. Das macht keinen Spaß mehr, ohne Witz. Ja, Polarlichter gucken. Ja, wo? Du Arschloch. Ich hatte irgendwas Gutes bekommen. Das war meine ich eine Feder, die ich bekommen habe. Irgendwie nur Scheiße. Alter. Das ist so lächerlich, dass ich die ganze Zeit noch Defense bekomme. Oh mein Gott! Wurdest du gerade vollgespammt mit Sounds? Just do it! Was? Make your dreams come true! Du wurdest gerade vollgespammt mit Sounds? Ja. Perfekt. Oh ja, weil wieder ein Rückkehr. Oh nö, was ist das schon wieder für ein scheiß Teleporter? Warum sind die Teleporter in Fontaine immer alle so komisch? Nehmen wir alle da oben. Wow. Ich
Ich hoffe, ich es oder schaue ich es nicht. Ich hoffe es. Wie viel fehlt mir denn jetzt noch? Noch ein Goldkern, dann kann ich ziehen. Nice. Nice, nice. Keine Ahnung von den Goldkernen, aber ich glaube, ich brauche es. Was ist das? Impuls. Ich durfte gerade hier hochklettern. Guck dir das an, Bebo. Was mache ich eigentlich schon wieder hier? Oh ne, nehm, auf. Ey Miko, es gibt doch in Fontaine so einen Turm. Ich hab gesehen, dass der nach einer Quest einfach verschwindet, stimmt das? Ja. Das ist ja übel scheiße, der Turm ist eigentlich voll geil, oder nicht? Ich hab den Turm nicht mehr. Das ist ja übel kacke. Ich finde, der Turm ist extrem nice. Warum sollte der verschwinden, ist die Frage. Warum geht der weg? Er stürzt ein. Wie bitte? Er stürzt ein. Oh wow, okay. Wie sieht es dann da überhaupt aus? Dann ist alles unter Wasser. Der Turm ist voller Bücher. Eine Bibliothek. Und auf der Insel sind noch Tests, die wir nehmen sollten. Chest ist nehmen soll? Ja, weil die verschwinden dann auch nach dem Verschwinden des Turms. So ein Scheiß. Ja, ist gut. Hä? Ja, und Prozente oder nicht? Die Prozente kriegt man trotzdem noch. Ja, gut, aber es ist halt so. Mehr Schatzhuren. Ja, klar. Trotzdem sind Prozente. Da wollten sagen, dass ich ein Lügner bin, hä? Okay. Sehr nett von euch. Sehr nett. Nice, machst du Simon? Ich gucke ja mit. Ich finde, man kriegt in Tower Fantasy so viele Standard-Pools, ne? Ich glaube, vor mir, ich habe in Tower Fantasy in 2 Monaten mehr Pools erfarmt als in meiner ganzen Lebenszeit in Genshin. Diese Standard-Pools. Bist bereit? Ich bin ready. Kannst poolen? Okay. Seine Mikro will noch mitgucken, aber ich weiß nicht, ob ihr das interessiert. Ich spiele ja kein Tower Fantasy. Auf geht's, der Erste. Als Jahr werde ich nie wieder Tower Fantasy anfangen, wenn du unter 40 mehr Ende bekommst.
Ah, Peppern. Ich liebe Peppern. Yo. Ich hab sie ja noch nicht 50.000 Mal gezogen. Aber ich bin immer froh für die Münze. Jo, die nimmt auch mit. Ne? Nummer 2. Was sagst du, krieg ich wieder King? Das wäre schon lustig. Ich hoffe mal, aber nicht. Was? Woo! Okay, einfach early? What the fuck? Heute ist mein Tag. Ey, willst du für mich poolen, bitte? Wird das wirklich ein guter Tag für dich? Welcher Pool war das jetzt? Der 20. ne? Ja. 20. Pity, what the fuck? Ich glaube, ich habe noch nie einen Early gehabt, der so niedrig war in Tower Fantasy. Ich wäre froh für Nemesis. Oh. Wer wird das? Oh, ich sehe deine Breitseite. Und wer wird's? Oh mein Gott, die ist gut, Lan! Die ist richtig geil! Ich liebe. Was? Oh, ich dachte gerade, Bruder, mein Kopf, Digga, mein Kopf. Kommen wir zu 30. Wenn du noch einen zweiten Early bekommst, dann weiß ich, Digga. Also dann ist vorbei. Ah, wird nicht. Skip. Keiner braucht Hilda. Nummer 4. Das wird auch nichts, kann skippen. Siehst du, hab ich gesagt. Skip. Nummer 5. Wird auch nichts, kann skippen. Einste. Das wird nicht. Hab ich doch gesagt. Du wirst kein Early mehr bekommen. Nummer 6. Digga, jetzt ist der 21. Ich würde einfach einen Schein stellen. Dann haben wir noch einen LAN. Das ist sie noch nicht, ne? Ne. Sie ist neu im Standard-Banner, by the way, ne? Sie war vorher noch nicht da. Okay. Also sie ist erst in dieses Update reingekommen. Balan ist richtig geil. Ich liebe ihre Waffe. Sie ist auch richtig OP. Die kann einfach Feuersäulen zu explodieren bringen. Ja, das wird auch nichts. Egal. Jetzt kommt's. Okay, jetzt wird's einer. Jetzt wird's lustig. Es wird ein King. Ich wäre Profi in Nemesis. Es wird ein King. I pulled a King. Die Arme wäre ich auch noch froh. Okay, hast du eine Breitseite. Wichtig, die noch mitzunehmen, ne? Ja. Wenn du kriegst ein Double, wäre auch lustig. Das wäre ein Double. Der auch nice wäre, wie hieß er nochmal? Tianglang. Und das wird Tsubasa, what the fuck? Oh, schon wieder. Hatte ich schon heute. Egal, C1. Da müsste mal LAN aus. Aber ich bin. Habe ich eigentlich noch genug für nochmal mit den Lila? Ja, doch, da gönnen wir uns nochmal 2x10. Hast du bei den Lila schon mal einen goldenen bekommen? Zweimal. Heute ja, oh. den habe ich auch in Lila gezogen. Ah, zu Basa? Ja. Okay. Okay, bin sehr zufrieden mit der Ausbeute. Sie ist ja Feuer und physisch, glaube ich. Nope, only Feuer. Ist sie only aber Feuer? Ihre Spielweise ist richtig geil. Kannst zum Beispiel den Regenschirm so nach vorne TPen lassen und dann kannst du dich dorthin TPen, ne? Ah, cool.
Benutzt die Waffe mal. Quatsch, das wollte ich nicht. Passt irgendwie nicht mit deinem Char, das sieht richtig wohl aus, bitte. Ja. Nimm bitte Lan als Char, wenn du das machst. wie geht das mit den Porten? Ist das. Halt mal deinen Angriff gedrückt. Ah. Das heißt, ich kann den irgendwo platzieren. Genau, mach mal. Und dann mach mal deinen Skill. Okay. Das ist auch cool. Die hat einen eigenen Gleiter. Ja. Das ist ein bisschen, das sieht ein bisschen aus wie Fortnite. Ja. Mach, nimm mal eine andere Waffe und geh mal zum Boss runter, wenn die da ist. Und greif mal nicht mit der Lahnwaffe an, sondern mit der anderen Waffe. Und danach wirst du sehen, dass das so Regenschirme platziert. Genau. Und wenn du dann zur Waffe wechselst, zur Waffe rüber switcht, wenn die aufgeladen ist, teleportierst du dich durch die durch. Und überall, wo ein Regenschirm war, gibt's dann. Nee, dafür musst du die Ult machen. Ah, okay. Die Ult. Und dann teleportiert sich dein Charakter dorthin und überall kommt dann eine Feuersäule nach oben. Die ist übel overpowered. Besonders im PvP-Modus ist das richtig crazy. Deswegen meine ich ja Boss, die sind viel zu low. Oder Domain 9 gehen, wäre auch eine Idee. Es gibt eine Stelle, da sind übel OP-Gegner, ne? Hast du die schon gefunden? Ja, die two-shotten dich einfach, das sind normale Gegner. Jetzt könntest du mal deine Ult machen. Ah, du hast es schon gemacht, ne? Ich hab's gemacht, aber die Regenschirme. Du musst die Waffe nicht. Du darfst sie nicht in der Hand haben, musst dann die Ult aus der Nicht-Hand-Slot machen. Ah. Das okay. Heißt, wenn du rüberswitcht. Rüberswitchen, okay, verstehe. Deswegen meinte ich ja am besten Boss, weil der hält ein bisschen mehr aus. Ich glaube, bei den kleinen Gegnern, da kommst du, wirst du nicht zufrieden kommen. Geh nach Domain 9 oder so. Oder versuch einen Boss. Ja, ich guck mal, ob der Dings da ist. Wie ist der hier? Der Robo? Alright. Ich sehe, der ist nicht da. Ne, der ist nicht da. Vielleicht die Hose. Vera-Bösse sind immer da. Aber ich glaube nicht, dass du eine Chance gegen die hast. Leider. Oder bist du stark genug? Ich weiß es nicht. Der ist auch nicht da. Ein Boss, wo ich immer fast Glück habe, dass er da ist, ist der Hund. Da habe ich nie Glück. Ich habe den nur einmal bis jetzt gesehen. Mit Dreckskötter. Ich fand, als Lan gezeigt wurde, war die richtig nice. Kannst du dich noch daran erinnern in der Story? Als sie vorkam? Ja. Zum ersten Mal? Ja, yes. Tut mal zwei. Also. Was? Tut mal zwei.
Und diese Leute, die Gadgets haben, aber sie nicht benutzen, ne? Der ist nicht da, wie ich gesagt habe. Okay, ich werde mich verabschieden und ins Bett gehen. Alright. Okay. Gute Nacht. Ja, weiter Teleport aufdecken gehen. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Scheiße, wir haben es ja auch wirklich schon wieder so spät, Alter, gar nicht mitbekommen. Oh, Scheiße. Es ist ja schon was. Ah, ne, es ist noch keine 2. Aber knapp. Cleaned. Doch, es gibt noch den. Ja, die ganzen OP-Leute gehen gefühlt immer nur den besten nach, warum auch immer. Schaffen die besser mal für Anfänger lassen? Nee, gibt's nicht. Oha, kann ich hier gratis Loot abholen kommen? Danke.
Was fehlt denn? Stimmt, ich könnte auch eine Waffe leveln. Noch 435. Dann habe ich wieder 20 Pools. Und ich habe noch, wie viel in der Tasche? 12. Das wäre knapp 32. Noch 15 Tage.